Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Auch heute Abend habe ich mich wieder über Skype eingefunden mit verschiedenen Brüdern und Schwestern in Christus, um eine Lesung zu machen. Und heute wird es die 10. Lesung aus dem Buch Herrscher des Bösen oder im Englischen Rulers of Evil, das Frederick Tupper Saucy während einer 10-jährigen Flucht vor den Häschern der Steuereintreibung in Amerika in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts geschrieben hat und das Bruder Stefan ins Deutsche übersetzt hat. Zumindest hat er da eine sehr gute Basis geliefert, auf der Viktor so weit fortgehen konnte, um das noch ein wenig zu verfeinern und dieses wunderbare Intro und Outro zu dem Video auch gemacht hat. Da läuft mir jedes Mal ein Schauer über den Rücken, wenn ich das sehe. Das ist immer sehr, sehr schön. Ja, und dieser Bruder Viktor ist zusammen mit Bruder Michael heute, da Bruder Stefan nicht zur Verfügung steht, auch mit mir über Skype direkt verbunden, um mit mir zusammen heute die Lesung zu machen und mich zu begleiten und nervige Fragen zu stellen. Nein, um interessante Fragen zu stellen, interessante Bemerkungen zu machen. Dafür sind die beiden da und das machen sie auch immer wunderbar. Aber ein kleiner Scherz muss ja auch mal sein. Und deswegen möchte ich erstmal Michael begrüßen, den wir ja schon so lange nicht mehr gehört haben. Hallo Michael, herzlich willkommen zur Lesung heute Abend. Ja, hallo Jörg und hallo liebe Leser, Zuhörer und sonstige Konsumenten der Joggler-Kanäle. Heute Abend am Sonntag, am quasi falschen Feiertag, habe ich mich jetzt hier wieder eingefunden und lausche jetzt mal den neuen Wissensbeiträgen von dir, um da meinen Senf, Ketchup, Mayonnaise und Meerrettich zuzugeben. Und ich freue mich dann auch auf den Bruder Viktor. Ja, hallo, moin moin. Und ich schließe mich dem an. Ich bin auch sehr erfreut, mit euch wieder verbunden zu sein und sage auch an den Rest der Runde nochmal Hallo, die ja noch alle damit zugeschaltet sind. Und von meiner Seite aus, lass uns fortfahren in Kapitel 4. Ja, genau, das Kapitel 4 ist, was wir heute weiterlesen. Das hatten wir ja letztes Mal bereits angefangen. Kapitel 4, da geht es um die Medici-Lehr- oder Lernmethode, das Lernen der Medici, wie das Kapitel hier ins Deutsch genau übersetzt heißt. Ich gehe noch mal kurz einen Absatz zurück. Ich hätte eigentlich hier bei den gelben hier unten anfangen müssen, aber wir fangen noch mal hier auf Seite 44 hier an. In seinem Buch History of the Reformation, also Geschichte der Reformation, erzählt uns Daubigny, dass die ignoranten Priester bei den Gedanken erschauderten, dass jeder Bürger und nichtsnutzige Bauer in der Lage wäre, mit ihnen über die Auslegung der Gebote Gottes zu streiten. Da hatte ich, glaube ich, doch letztes Mal noch mit einem Tyndale angeholt, der ja zu einem Priester oder Bischof oder sowas gesagt hatte von: Ich hoffe, dass Gott mir noch viele Jahre auf dieser Erde gibt, dass ich dafür sorgen kann, dass jeder Bursche oder jeder Junge, der den Pflug zieht, mehr von der Schrift weiß als du. Nun, zwischenzeitlich verstarb Antichrist Papst Leo X. Der neue Papst, Adrian VI., kritisierte seinen Vorgänger vor dem Nürnberger Reichstag hart. Er habe den Stuhl von Petrus missbraucht, indem er geistliche Angelegenheiten pervertiert und die Gebote Gottes übertreten habe. Er habe somit die ganze Kirche pervertiert. Und überraschenderweise verstarb Adrian VI. Kurz nach seiner Aussage über Papst Leo X. Zum Vorteil des Kardinals, der sich die ganze Zeit mit dem Fall Luthers beschäftigte. Eines weiteren Medici, Leos des 10. Cousin ersten Grades, Giulio di Medici. Er wurde neuer Papst unter dem Namen Clemens VII. Und so wie Papst Leos Verdorbenheit Luthers Leidenschaft anspornte, genauso sollte Clemens VII. Verschlagenheit den kirchlichen Umgang mit den Problemen der Bibelverbreitung und des Protestantismus anspornen. Clemens wurde persönlich von dem geheimnisumwitterten Niccolo Machiavelli beraten, dem Vater des bekannten Werkes Modern Political Science, also moderne Politikwissenschaften, und Kardinal Thomas Wolsey, Erzbischof von England. Machiavelli als auch Wolsey waren beide der Meinung, dass sowohl der Buchdruck als auch der Protestantismus zu Roms Vorteil verkehrt werden könnten, indem man den Buchdruck ebenfalls dafür einsetzte, um Literatur zu produzieren, die die Bibel in Misskredit durch Verwirrung, Herabsetzung und letztendlich Marginalisierung bringen sollte. Kardinal Wolsey, der später die Christkirchenuniversität in Oxford gründete, bezeichnete dieses Projekt als
to put learning against learning. Also das Lernen gegen das Lernen stellen. Das gnostische Lernen gegen das Lernen aus der Bibel. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Ausspruch, den man sicher behalten sollte. Von Cardinal Wolsey. Der hat das geprägt. Das Lernen gegen das Lernen. Das gnostische Lernen gegen das Lernen aus der Bibel. Und Niccolo Machiavelli, den wir hier auch erwähnen, darüber hat sich der Bruder Victor einige Stunden mal vor einiger Zeit ordentlich hingesetzt und hat einen tollen Artikel über den Machiavelli übersetzt, den wir uns jetzt anschauen wollen, damit wir ein wenig mehr lernen, wer dieser Machiavelli wirklich ist. Wenn der so einen Einfluss hatte, dann ist das ja nicht gerade unwichtig. Und deswegen lernen wir jetzt in diesem kleinen Papier, Niccolo Machiavelli ist der Vater der modernen Politikwissenschaft. Also ihr könnt davon ausgehen, dass jeder wichtige, sage ich jetzt mal zwischen Anführungszeichen, wichtige Politiker weiß, wer Machiavelli ist und auch viele von dem seinen Lehren studiert hat. Niccolo Machiavelli, der erste moderne Politikwissenschaftler und der Verfasser des ersten bedeutenden Werkes moderner politischer Philosophie. Tja, Machiavelli, da habe ich glaube ich auch ein Bild von, ne? Mal eben gucken, habe ich da eins vorbereitet? Hier, ne? Dann schauen wir uns den mal in der Zwischenzeit an. Lächelt hier so freundlich, ne? Aber lasst euch da nicht von in die Irre führen. Das ist ein ganz verschlagener Mensch gewesen. Niccolo Machiavelli kann als der Vater der modernen Politikwissenschaft angesehen werden. Und sein Buch Il Principe, das eigentlich der Fürst oder der Prinz übersetzt ins Deutsche heißt, ist eines der ersten Werke der modernen politischen Philosophie, wenn nicht sogar der modernen Philosophie. In den meisten Fällen wird Descartes als der Vater der modernen Philosophie angesehen. Aber Descartes' Arbeit fängt erst in den 1630er Jahren an, während Machiavelli seine Arbeit mehr als ein volles Jahrhundert zuvor niederschrieb. Machiavellis Der Fürst wurde 1513 verfasst. Das ist das Jahr, in dem das letzte Konzil der römisch-katholischen Kirche begann, bevor Martin Luther 1517 seine 95 Thesen an die Kirchentür geschlagen hat. Das Konzil, auf dem die römisch-katholische Kirche laut verbreitet hat lassen, dass es keine Häresie mehr gibt. Und 1532 wurde es dann veröffentlicht und kann als das erste große moderne Werk der politischen Philosophie zitiert werden. Es ist jedoch nicht sein erstes oder sogar einziges Buch. Machiavellis frühestes Werk, Diskurse über Pisa aus dem Jahre 1499, ist wahrscheinlich das erste Werk der modernen Politikwissenschaft. Aber im Gegensatz zu einigen seiner anderen wichtigen Texte ist es kein Hauptwerk. Ebenso ist ein Diskurs über die Bereitstellung von Geld eine frühe Arbeit von Ökonomen, die bereits 250 Jahre zuvor in Adam Smiths Wohlstand der Nationen datiert wird, aber es hatte kaum die gleiche Wirkung. Die meisten Werke der westlichen Philosophie vor Machiavellis Zeit, das griechische und heidnische Römische Reich ausgenommen, basierten auf theologischen Thesen und stammten aus den Kirchen selbst. Das radikalste andere populäre Werk dieser Zeit sind wahrscheinlich die 95 Thesen von Martin Luther, ein religiöses Werk. So zeichnet sich Machiavelli nicht nur aus, wenn er wieder über die sozioökonomischen Regierungen wie die Griechen und Römer gesprochen hatte, sondern auch von einem realistischen, nicht-religiösen Standpunkt aus, was ihn im Wesentlichen modern macht. Ja, heute sind die Menschen ja auch vor allen Dingen als modern angesehen, die eben nichts mit Religion zu tun haben wollen und die immer die Religion aus politischen Standpunkten weglassen. Trotz des klaren Einflusses der Griechen wie Aristoteles, Römern wie Titus Livius und früheren dunklen Zeitalterndenkern wie Michael Psellos, schuf Machiavelli in seinen Meisterwerken die Discorsi, das Wesen einer starken Republik, und Der Fürst, eine neue, moderne Art von Politikwissenschaft. Während Der Fürst populärer und kürzer ist, waren der Discorsi einflussreicher und aufschlussreicher und werden in den meisten Fällen als das republikanische Manifest betrachtet. Die meisten kennen wahrscheinlich nur das kommunistische Manifest. Es gibt auch ein republikanisches, die Discorsi von Machiavelli.
Ein Grund, warum wir Machiavelli auch den Vater des modernen Republikanismus nennen können. Und die Vereinigten Staaten von Amerika wurden ja zumindest in Gedanken gegründet als eine Republik. Also ist dann ja wohl das republikanische Manifest, das der Machiavelli als das Discorsi veröffentlicht hat, wichtig zu kennen und zu wissen, wer Machiavelli ist, der dahinter steht. Deswegen eben auch die Motivation, um diesen Artikel hier von mir übersetzen zu lassen von Victor und von Victor die Motivation, das so wunderbar zu tun. Diese Bücher beeinflussten fortan fast jeden wichtigen politischen Denker. Wenn Sie Buchanan, Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, Montesquieu und andere lesen, werden Sie sich zumindest Machiavellis Discorsi ein wenig nähern. Wenn auch nicht dem Fürsten, genauso wie Sie sich mit Aristoteles Politik, Ethik und Rhetorik befassen. Obwohl der Fürst und die Discorsi, also ein Diskurs über den großen römischen populistischen Republikaner Titus Livius, sehr unterschiedliche Bücher sind, enthalten beide eine Art modernen politischen Realismus, der sich nicht auf Gott oder Idealismus konzentriert, sondern eher auf die wesentliche Wahrheit in dieser neuen Ära. Sie waren praktische Leitfäden, die den Massen erstmalig Wissen vermittelt hatten, das bisher nur den Eliteklassen bekannt war. In diesen Büchern und seinen anderen untersucht Machiavelli vergangene Regierungen und untermauert seine Gunst für freie Republiken und insbesondere in den Publikationen Die Kunst des Krieges und der Fürst beschreibt er listige, hinterhältige und manchmal brutale Taktiken für Politiker und Verantwortliche, um Macht zu erlangen und zu erhalten. Also hätte ich einen Kommentar. Ja, kannst du sofort geben. Ich wollte auch kurz noch etwas sagen. Wenn Machiavelli hier also eine Publikation hat von Die Kunst des Krieges, dann sehen wir ja schon, dass es da bereits einen Vorläufer gab zu dem Sun Tzu-Papier, auf das wir später in dem Buch Herrscher des Bösen noch kommen werden. Aber bitte, Michael, dein Kommentar. Ja, danke, Jörg, für die Erteilung des Wortes und sorry, wenn ich da etwas zwischengegrätscht bin. Mit Sun Tzu wollte ich genau dasselbe anbringen. Zu dem Buch von Machiavelli. Ich habe mal ausdrucksweise seinen Fürsten da gelesen vor langer, langer Zeit. Und deswegen ist meine Hypothese dabei nach wie vor, dass eine Republik keine Demokratie ist. Und eine Republik oder dieses Buch Der Fürst ist letzten Endes eine Herrschaftsbeschreibung oder quasi ein Drehbuch, wie man am besten die Massen hinter sich bringen kann und die einzelnen Zweige, die einzelnen Vertreter gegeneinander ausspielt. Das ist dann quasi so ein bisschen Psychologie der Massen ein paar hundert Jahre vorher. Und vor allen Dingen ist es letzten Endes dann auch für mich der schlagende Beweis, dass eine Republik eben überhaupt keine Demokratie ist, sondern eine Republik eben aus der Elite selber stammt, wo die Elite unter dem Deckmantel der Republik eigentlich wieder eine Hierarchie von oben nach unten aufbaut und eben nicht von unten nach oben. Das wären so eben so meine Two Cents sozusagen. Ja, genau, so wie es in Rom war, ne? Rom war ja auch so gesagt eine Republik, aber wurde ja regiert von Cäsaren, ne? Mhm. Amerika, das als Republik gegründet werden sollte, sollte von einem Präsidenten regiert werden. Aber wer sich mal die Videos angeschaut hat von Dr. Walter Veit, dem Siebentagsadventisten, über die scheinenden, glühenden Prinzen-Dingerla, müsst ihr mal sehen, da müsst ihr mal raussuchen, irgendwas mit den Prinzen und Walter Veit, wenn ihr das in YouTube eingibt, dann kriegt ihr das Video wohl. Da zeigt er ja zum Beispiel deutlich an, dass jeder amerikanische Präsident bis heute in der Blutlinie verwandt ist an europäische Königshäuser. Ja? Und das ist ja im Grunde genau dasselbe. Und selbst der Papst, das fand ich eigentlich ganz interessant, um dabei eben zu bemerken, der Discorsi, den Machiavelli geschrieben hat, wir erinnern uns doch noch an den Discorsi von Papst Pius IX. Wer streckt mal eben seine Hand auf und weiß noch, worum es geht? Ich hole mal eben das Bild hier ran, dass wir das eben zeigen können hier. Ja, da geht es ja um Papst Pius IX., der in seinem Discorsi hier sagt, ein Papier, das er geschrieben hat im 19. Jahrhundert, der Cäsar, der euch jetzt anspricht und dem alleine Gehorsam und Treue zusteht, sagt der Papst.
in seinem Discorsi. Komisch, dass auch Machiavelli ein Discorsi geschrieben hat, nicht wahr? Ja, und Caesar ist ja nun mal der alte römische Titel, zum ersten Mal verliehen an den bekannten Julius Caesar, glaube 48 vor Christus, der dann auch das komplette Oberhaupt widerspiegelt, der geistigen und der weltlichen Herrschaftsstruktur. Und das nimmt der Papst ja in dem Moment auch für sich in Anspruch, spätestens nachdem er halt 1929 wieder einen eigenen Staat zugewiesen bekommen hat oder geschenkt bekommen hat. Von dem italienischen Staat von Mussolini, genau. Ja, ja. Und dann haben wir die Parallele zu dem Caesar dann eben wieder, worauf sich dann halt Pio Nono dann quasi dann drauf festlegen kann oder jetzt könnte. Ne? Ja, mit Caesar ist interessant, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das ist ja eine offene Unterhaltung hier. Mit Caesar ist ja auch interessant, Julius Caesar, 48 vor Christus hast du gesagt, Julius Caesar war der erste römische Kaiser, der den Beititel trug, Pontifex Maximus, das ist schon mal eins. Genau. Und er war der erste römische Kaiser, der sich als Gottheit hat verehren lassen. Davor haben die römischen Kaiser das nicht getan, da waren sie einfach nur die Regierenden. Aber Julius Caesar war der erste, der eben auch zur Gottheit erhoben wurde. Deswegen Pontifex Maximus, die Brücke bauen zwischen dem Geistigen und dem Weltlichen. Ja, der oberste Brückenbauer eben, der Maximus. Ne? Genau. Und er hat bei Gaius Julius Caesar, fällt mir auch immer ein, so, das ist meine Lieblingsverschwörungstheorie. Da haben sich nämlich dann 44 vor Christus in den Iden des März, obwohl der gute Mensch vorher gewarnt worden ist, haben sich dann ganz spontan 60 Menschen blitzradikalisiert und beschlossen, ihn gemeinschaftlich zu ermorden. So quasi aus einem Happening heraus. Und diese Verschwörungstheorie ist letzten Endes Praxis. Das heißt, das ist eine Verschwörung, die bewiesen ist. Deswegen führe ich das beispielsweise in meinen Studien, wenn ich ein Argument mit jemandem habe, also ein Gespräch mit jemandem, ein Streitgespräch, im Englischen heißt ja Argument, etwas anderes, dann führe ich beispielsweise an, gut, wer glaubt daran, dass sich 60 Menschen oder zumindest Dutzende von Menschen spontan radikalisiert haben und gesagt, wir gehen jetzt dahin und gucken mal, welche Blutgruppe der Julius Caesar da hat. Denn der ist uns schon lange ein bisschen doof gekommen und wir möchten jetzt gerne jemanden anderen haben. Wer daran glaubt, bitteschön, aber den kann ich dann auch eine Brücke auf den Saturn verkaufen. Ich verkaufe immer Brücken auf dem Mond, wie du weißt. Deswegen wollte ich mich da auch von unterscheiden. Ich hatte ein, anderes Angebot. Der Saturn ist dann so, der ohne Umweg über den Mondgott dann direkt die Brücke zum Todes. Naja, das wusste ich schon, dass du dich damit unterscheiden wolltest. Aber lass uns noch mal kurz bei Julius Caesar bleiben. Das lernen wir dann auch später noch in dem Buch Herrscher des Bösen. Im Englischen heißt Kaiserschnitt, wenn man ein Kind mit Kaiserschnitt zur Welt bringt, C-Section. Das kommt von Caesar-Sektion, auch abgeleitet von Julius Caesar. Nochmal eben so ein kleines beikommendes Wissen für die Leute, vielleicht nebenbei. Victor, hast du auch noch was dazu anzumerken, zu dem, was wir gerade hier besprochen haben? Ach, an sich, nee, das war ganz doch schön ausführlich, so wie die bisschen auch die, ja, die Wurzel gelegt dahin, wo ja dieses Manifest oder diese Idee, ne? Das Machiavelli quasi, wo der ja sein Manifest... das republikanische Manifest, ja. Ja, richtig, wo der seine Ideen da quasi auch hergeholt hat, seine Inspiration. Ja, aus Griechenland, wie wir schon immer wussten, ne? Bei den Philosophen, auf denen sich ja die römisch-katholische Kirche eben auch aufbaut. Ne? Ja, gut, dann fahren wir mal fort. Wo waren wir denn überhaupt geblieben hier? In dem letzten Absatz. In diesen Büchern und seinen anderen untersucht Machiavelli vergangene Regierungen und untermauert seine Gunst für freie Republiken und insbesondere in den Publikationen Die Kunst des Krieges und Der Fürst beschreibt er listige, hinterhältige und manchmal brutale Taktiken für Politiker und Verantwortliche, um Macht zu erlangen und zu erhalten. Trotz des ebenso beunruhigenden und nützlichen Inhalts kann Machiavellis Der Fürst ausdrücklich als eine Art Satire verstanden werden. Wenn man diese bestimmte Art von Humor hat vielleicht. Und so sollte es auch, sagt der Autor. Eine Aufforderung an gute Führer, ihre inhärenten Schwächen zu überwinden. Und er weist darauf hin, dass in der Politik Tugenden oft für einige Laster gehandelt werden, wenn man erfolgreich sein will. Wenn die Tugendhaften kein Laster verwenden, dann ist das ein bösartiger Wille. Und dies ist selbst eine Untugend.
Der Fürst kann, wie fast alle anderen seine, wie fast alle seine anderen Werke auch, als eine Beschreibung der Verdienste der Volksregierungen, des Republikanismus und der Freiheit gelesen werden. Der hinterhältige Schreibstil in diesem Buch kann auf Machiavellis Geschichte zurückgeführt werden. Seine Geschichte handelt von einer politischen Beteiligung in einer relativ freien Republik in Florenz und sogar einer Bürgerarmee, weil er Söldner nicht mochte. Dies setzte sich fort, bis eine Reihe politischer Revolutionen dazu führte, dass er von der mächtigen Familie Medici, die damals angestammten Machthaber, inhaftiert und gefoltert wurde. Nach seiner Gefangenschaft widmete sich Machiavelli dem Studium und Schreiben der politischen Abhandlungen und konnte nie wieder einen Job in der Politik finden. Die Ansicht von Machiavelli als Republikaner und nicht als Lehrer von angestammten Fürsten wird durch die Discorsi gestützt. Dieses Buch ist viel einfacher in Bezug auf seine demokratische und republikanische Sichtweise geschrieben. Es enthält frühe Versionen der Konzepte von Kontrolle und Gleichgewicht und hebt die Überlegenheit einer Republik gegenüber einem Fürstentum hervor. Primär sind es die Discorsi und nicht der Fürst, die zu einem der zentralen Texte des Republikanismus wurden, obwohl wir beide Werke auf seinen Ehrentitel Vater der modernen politischen Philosophie zurückführen können. Das war der Artikel aus factmas.com. Aber es gibt noch einen weiteren Artikel, und da kann ich mich noch dran erinnern, da war es gar nicht so leicht, eine vernünftige Übersetzung zu finden, aber der Viktor ist inzwischen sehr gewieft geworden. Ja, das kommt aber, glaube ich, erst noch später. Das ist jetzt eine, aus diesem Fake-Myth-Artikel sind das jetzt zwei Fußnoten sozusagen, die jetzt noch mit da jetzt angefügt sind. Ja, aber im nächsten Stück hier, wenn wir dann runterscrollen, da kommen wir dann doch in die 29 Regeln der Kriegskunst. Die genau, da und da ist das, ja, richtig. Die meine ich, ne? Also dann habe ich die schon mal angesprochen. Gut. Also, dann gehen wir nochmal kurz in die Fußnoten hier rein, wo es heißt, Machiavellis Vorstellung von Macht und Regieren lassen sich auf eine Handvoll Regeln beschränken, die etwas umschrieben sind und nicht in einer bestimmten Reihenfolge von Bedeutung sind. Das Gewinnen zählt. Wenn sie gewinnen, beurteilen die Leute die von ihnen verwendeten Methoden als angemessen. Wenn sie verlieren, werden sie sie und ihre Mittel verachten. Wenn sie gewinnen, beurteilen die Leute die von ihnen angewendeten Methoden als angemessen. Was heißt denn das heutzutage als Motto der Jesuiten? Übersetzt, der Zweck heiligt die Mittel, ne? Wenn sie nicht gleich geliebt und gefürchtet werden können, wählen sie die Angst. Zuneigung ist unbeständig, aber die Angst vor der Bestrafung ist konstant. Zerstöre deine Gegner. Setzen sie ihre Kraft nur für kurze Zeit intensiv ein, um eine größere Stabilität für die Gemeinde zu erreichen. Lerne die Spielregeln, damit du sie zu deinem Vorteil nutzen kannst. Ich glaube, das haben die Menschen immer gemacht, wenn ich Monopoly mit denen gespielt habe, weil ich habe da nie gewinnen können. Berater und Lobbyisten arbeiten für ihre eigenen Interessen, nicht für ihre. Verwenden sie nach Möglichkeit ihre eigenen Leute und Mitarbeiter anstelle von Außenstehenden. Wie ist denn das? Habe ich da nicht letztens etwas gelesen? Da könnt ihr mir ja helfen. Ihr folgt das ja in Deutschland der Politik wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich. Ich habe irgendwas gehört von, die deutsche Regierung hat letztes Jahr so und so viele Millionen ausgegeben an außenstehende Beraterbüros. Das ist doch genau das, was hier gesagt wird. Anstatt die eigenen Leute zu gebrauchen, nee, werden irgendwelche Leute von außen genommen, die dann natürlich auch ihre eigenen Interessen durchsetzen, anstatt die Interessen der Regierung. Wobei die Regierung natürlich auch nie die Interessen des Volkes im Sinn hat. Aber ja, aber Jörg, wir leben ja auch im Kooperatismus, ne? Ach, Faschismus meinst du? Ja, das sagte ja der Mussolini, ne? Ja, stimmt, richtig, ja. Genau. Ja, der hat uns das doch erklärt, ne? Faschismus sollte besser Kooperatismus heißen, weil es ist das Zusammenschmelzen von Staat und Ökonomie. Ah ja, gut gefunden, ja. Sie brauchen List und Kraft, fährt er fort, um in der politischen Wildnis zu überleben. Kraft allein reicht nicht aus. Halten Sie Ihre Versprechen nur ein, wenn es von Vorteil ist. Es ist okay, das Versprechen zu brechen, wenn sich die Zeiten ändern oder die Notwendigkeit, das einzuhalten, vorüber ist. Die Jesuiten erklären das mit mentaler Reservation. Erscheinen sie unflexibel, entschlossen und resolut. Handeln sie jedoch der Situation und den politischen Klimabedürfnissen angemessen. Wählen sie eine Seite aus. Der Mittelweg bietet die schlechteste von beiden Seiten, nicht die beste.
Vermeiden Sie Schmeichler und Schönrednerei. Lernen Sie, nicht gut zu sein. Seien Sie schlecht, wenn es die Notwendigkeit erfordert. Schlagen Sie ein paar Köpfe zusammen, wenn Sie dem Rest zeigen müssen, wer der Boss ist. Seien Sie nicht geizig. Seien Sie geizig, nicht großzügig. Entschuldigung. Drücken Sie der Gemeinde Ihren eigenen Stempel auf. Löschen Sie alles, was vom ehemaligen Bürgermeister und dem ehemaligen Gemeinderat übrig ist. Gehen Sie mit der Zeit. Politische Korrektness, eh? Es ist besser abenteuerlustig, als vorsichtig zu sein. Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Berater, Ihre Freunde und Mitarbeiter Ihre Vorteile kennen und Ihre Position von Ihrem Erfolg abhängt. Schützen Sie Ihren Ruf. Es ist Ihr wertvollstes Gut. Sie schulden Ihre Treue den Menschen, nicht den Beamten, Interessengruppen, Lobbyisten oder anderen Freunden. Ja, das sollte man vielleicht deutschen Politikern auch mal sagen. Ne? Studieren Sie die großen Persönlichkeiten, Geschichte, Politik, Strategie. Und vor allem studieren Sie den Krieg. Stellen Sie intelligente Leute ein. Am Anfang dieser Vorlesung steht hier ganz deutlich drin, dass diese Punkte eine Handvoll Regeln sind, die nicht in einer bestimmten Reihenfolge von Bedeutung sind, aber die man wohl auch nicht allzu ernst nehmen sollte. Hatte ich das nicht auch irgendwo gelesen? Also ich glaube, dass diese 23 Punkte hier unsere Politiker heute, und dann spreche ich nicht nur von den Deutschen, sich alle sehr gut zu eigen gemacht haben. Was meint ihr dazu? Ich würde am liebsten eine Kennzeichnung in dem Video haben, keine Satire. Denn mit dem lustig grinsenden Mann auf der rechten Seite und den linken ganzen Artikeln, die da drin stehen, habe ich so die Befürchtung, dass jemand, der dann dieses Video genau an dieser Textstelle sieht, dann sagt, ach, das ist eine lustige Geschichte. Das ist so wie Karneval der Tiere. Aber das ist bitterer Ernst und das ist vielen Menschen nicht bewusst. Die halten tatsächlich nach wie vor, und da kenne ich sogar akademisch sozialisierte Menschen, die also Doktortitel und allem möglichen Gedöns haben, die halten das immer noch für eine Volksvertretung. Ja, die halten tatsächlich sogenannte gewählte Politiker für unabhängig, für demokratisch und sonstige ganzen Schwabulisierungen und sehen halt einfach nicht, was für eine Agenda dahinter steht und nach welchen Dogmen und Indoktrinationen das funktioniert, weil sie selber so indoktriniert sind. Und deswegen sagen die, hey, der ist ja genauso egoistisch wie ich, das ist ein guter Mann. Die Gefahr sehe ich da, wenn ich dieses Video anklicke von dir hier, dass, dass manche das vielleicht ein bisschen falsch verstehen und denken, ach, das ist alles nicht so ganz wild, das hat dann jemand mal geschrieben. Nee, so funktioniert nur tatsächlich die Welt, weil das in der Politik auch eine Ellenbogengesellschaft ist. Das heißt, wenn ich weiter nach oben will, dann muss ich halt meine Konkurrenten auch ausstechen und dann muss ich halt genauso funktionieren, wie die Parteispitze das von mir erwartet. Stichwort Fraktionszwang. Was hat ein Fraktionszwang in der Demokratie zu suchen? Gut, das war mein kurzer Kommentar. Tja, dann verändern wir halt das Bild, ne? Aber ich meine, wenn man natürlich den Text hört, dann versteht man schon ganz deutlich, dass dieses aus einer Arbeit kommt, die der Machiavelli nicht zum Scherz geschrieben hat. Und ja. Es ist ja auch so, aus ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und ich glaube, dass jeder einzelne Punkt, den wir hier gerade gelesen haben, ganz deutlich die Früchte der nicht nur Deutschen, aber allgemein der Politiker widerspiegelt. Ne? Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, den du noch da anfügst, denn so wie wir wissen, dass die Menschen damals, die Bücher in der Bibel geschrieben haben, vom Heiligen Geist geleitet wurden, so wurde dieser Machiavelli ganz sicher vom Teufel geleitet. Ne? Ich denke, das ist offensichtlich. Ja, von einem, wie es im Englischen so schön heißt, Familiar Spirit, ne? Von einem anderen Geist. Ja. Guter Punkt. Ja, und das waren jetzt sozusagen auch jetzt so diese Ebene auf der Regierungsseite. Und ich denke jetzt, die folgenden 29 Punkte, die gehen jetzt eher so auf die, ja, ich sag mal, die militärische Ebene ein. Ne? Naja, aber hat nicht mal ein berühmter Mensch gesagt, Krieg ist nur die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln? Ja, es ist sicherlich der verlängerte Arm sozusagen der Politik. Ne? Ich glaube, dass man einfach nur andere Mittel einsetzt, aber im Grunde genau dasselbe damit meint oder erreichen will.
Und Machiavellis 29 Regeln der Kriegskunst stimmen uns natürlich schon mal ein auf die späteren Kapitel. Ich glaube, es ist Kapitel 13 oder so, wo wir dann von Sun Tzu und der Kunst des Krieges lernen werden. Und da werden wir dann einige Dinge, werden uns dann bekannt vorkommen. Das ist ja interessant, dass eben Machiavelli sein Schreiben hier Anfang des 15. Jahrhunderts bereits veröffentlicht wurde und eben Sun Tzus Kunst des Krieges Buch wurde veröffentlicht 1700, schlag mich tot, 72, ein Jahr bevor die Jesuiten von Papst Clemens dem 14. verboten wurden. Aber wir wollen ja nicht auf das Buch vorauslaufen. Wir wollen das ja probieren, einigermaßen in der chronologischen Reihenfolge zu machen. Aber viele Punkte, die wir da bei Sun Tzu lesen werden, werden wir jetzt hier bei Machiavelli bereits schon sehen. Von daher bestätigt das wieder einmal, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja, auch diese Punkte waren schon lange bekannt. Also ich möchte dazu ganz kurz die Wikipedia zitieren, ausnahmsweise, ich mache das ja relativ ungern und selten. Aber naja, zu Wikipedia ist so schlecht doch nicht, man muss nur immer sehen, welche Informationen man davon haben will. Ja, sogar in der Deutschen. Also da steht nämlich drin bei Machiavelli, der später geprägte Begriff Machiavellismus wird oft als abwertende Beschreibung eines Verhaltens gebraucht, das zwar raffiniert ist, aber ohne ethische Einflüsse von Moral und Sittlichkeit die eigene Macht und das eigene Wohl als Ziel sieht. Also sprich, Egoismus. Ja. Sein Name wird daher heute häufig mit rücksichtsloser Machtpolitik und der Ausnutzung aller Mittel verbunden. Und willkommen an Bord, da sind wir schon wieder bei dem Motto der Jesuiten. Der Zweck heiligt die Mittel. Und da sind wir nicht nur bei den Jesuiten, Michael, da sind wir auch wieder in der deutschen Politik. Weil die deutsche Politik ist doch eine machiavellische. Die Bundesrepublik Deutschland ist keine Bundesrepublik Deutschland, sie ist eine machiavellische Regierung. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Ich fange mit dem Thema erst gar nicht an, dann höre ich mir morgen nicht mehr auf. Aber es ist ja letzten Endes so, dass die damit eine Blaupause bekommen haben, wie zukünftige Regierungsformen, die eben nicht monarchisch sind, nach außen, ja, wie die dann quasi organisiert werden können oder sollen. Das ist im Endeffekt für mich immer noch ein Drehbuch. Ja. Ja, da hat der Karl-Heinz Deschner interessante Dinge zugeschrieben zu der deutschen Regierung. Komme ich jetzt nur gerade eben nicht drauf, um das hier zu finden. Naja, gut. Werde ich dann sehen, wenn ich das Buch mal ganz lese. Ach, jetzt habe ich bei Romanismus und Reformation heute auch noch vergessen, ein Buch anzuführen. Mal nächstes Mal. Gut, okay, dann lesen wir jetzt erstmal hier weiter. Also Machiavellis 29 Regeln der Kriegskunst. Niccolo Machiavelli ist am besten für der Fürst bekannt, seinen Ratgeber über das Regieren eines italienischen Stadtstaates. Nach seinem Tod war Machiavellis Die Kunst des Krieges jedoch lange Zeit bekannter und einflussreicher, neben seinem Werk der Discorsi, die beiden nach der Fürst geschrieben, jedoch zuvor veröffentlicht wurden. Nebenbei gesagt, die berühmtere Kunst des Krieges ist von Sun Tzu, habe ich ja schon erwähnt, aber dieser Text hieß eigentlich nicht Die Kunst des Krieges und wurde möglicherweise nicht von Sun Tzu geschrieben. Eine andere Angelegenheit zu einer anderen Zeit. Dem stimme ich vollkommen zu, da kommen wir später bei Herrscher des Bösen noch drauf und ich habe da ja meine eigene Meinung zu. Machiavellis Kriegskunst nimmt die Form eines sokratischen Dialogs zwischen dem Krieger Lord Fabrizio Colonna und dem Florentiner Adligen an. Fabrizio war eine reale Person, aber sein Charakter in diesem Buch wurde als Stellvertreter für Machiavelli selbst interpretiert. In Die Kunst des Krieges erklärt und prognostiziert der Dialog Veränderungen in der europäischen Kriegsführung und militärischen Angelegenheiten als Folge größerer sozialer, wirtschaftlicher und technologischer Entwicklungen. Der Text ist vielfältig. Am Ende des Dialogs listet Machiavellis Fabrizio in Buch 7, Kapitel 14, 29 allgemeine Kriegsregeln auf, die hier aufgeführt sind. Also, und diese 29 Regeln zu übersetzen, das war eine ziemliche Arbeit. Also, genießen wir davon, dass wir es jetzt wunderbar übersetzt hier in Deutsch vorgelesen bekommen. Erste von 29 Kriegsregeln von Machiavelli aus dem Dialog zwischen Fabrizio dem Florentiner Adligen und dem anderen Charakter, der
für Machiavelli selbst interpretiert wurde. Was dem Feind nützt, das schadet ihm. Und was ihnen nützt, das schadet dem Feind. Wer wachsamer ist, die Pläne des Feindes im Krieg studiert und seine Armee intensiv ausbildet, wird ein geringeres Gefahrenpotenzial haben und kann sich größere Hoffnung auf den Sieg machen. Führen Sie Ihre Soldaten niemals in ein Gefecht, es sei denn, Sie sind sich Ihres Mutes sicher, wissen, dass Sie keine Angst haben und organisiert sind, unternehmen Sie niemals einen Angriff, es sei denn, Sie sind sich des Sieges sicher. Es ist besser, den Feind durch Hunger zu besiegen, als mit Stahl. In einem solchen Sieg zählt das Glück mehr als die Tugend. Kein Vorhaben oder Anschlag ist besser als das, was Sie vor dem Feind verborgen haben, bis Sie es schließlich ausgeführt haben. Am meisten profitieren Sie, wenn Sie wissen, wie Sie eine Chance im Krieg erkennen und wann Sie sich in Acht nehmen müssen. Die Natur bringt nur wenige tapfere Männer hervor. Die Kunst und Erfahrung hingegen macht viele unerschrocken. Oder das Lernen gegen das Lernen. Das auch, ja. Disziplin und Ordnung im Krieg zählt mehr als Stärke und Tugend. Wenn einige auf der Seite des Feindes zu ihnen überlaufen und sie loyal sind, werden sie immer eine Bereicherung für sie sein. Denn die Streitkräfte des Gegners nehmen mit dem Verlust der Fliehenden mehr ab als mit den Getöteten, obwohl der Name der Flüchtigen den neuen Freunden verdächtig und den alten gegenüber abscheulich ist. Es ist besser, ein Gefecht so zu organisieren, dass die Unterstützung punktuell hinter der Front zu sammeln ist, als ihre Soldaten für eine größere Front auszubreiten. Derjenige, der seine Kräfte die des Feindes einschätzen kann, wird schwer zu überwinden sein. Die Stärke, Tugend und Tapferkeit der Soldaten ist höher zu sehen als die Anzahl und Menge des Volkes, also der Soldaten. Die Situation oder Gelegenheit nutzt manchmal mehr als die Stärke, Tugend und Tapferkeit der Soldaten. Neue, ungewöhnliche und in Eile geschehene Dinge können die Armee irritieren. Während die üblichen Abläufe von Soldaten wenig geschätzt werden, ist es umso wichtiger, ihr Heer durch Geplänkel bei Laune zu halten und die Stärke eines neuen Feindes zu lernen, bevor sie in die Schlacht ziehen. Derjenige, welcher ohne jegliche Ordnung seinen Feind verfolgt, nachdem er denselbigen bereits zerstreut und geschlagen hat, bekommt nichts anderes, als sich seines erlangten Sieges zu entblößen und diesen Sieg dem überwundenen Feind zu überlassen. Ich weiß noch, dass wir an dem Satz zu übersetzen einige Minuten gebissen haben, ne? Wer keine Vorkehrungen zum Überleben, also Proviant, trifft, wird ohne Stahl überwunden. Wer mehr auf die Kavallerie als auf die Infanterie oder mehr auf die Infanterie als auf die Kavallerie vertraut, muss sich den Bedingungen des Standorts anpassen. Wenn Sie erahnen, dass ein Spion tagsüber ins Lager gekommen ist, so lassen Sie ihn nur in sein Quartier gehen. Ändern Sie Ihr Vorgehen, wenn Sie sich dessen bewusst werden, dass der Feind es vorausgesehen hat. Beraten Sie sich mit vielen über die Dinge, die Sie tun sollten, und beraten Sie sich mit wenigen darüber, was Sie danach wirklich tun. Man unterhält die Soldaten in ihren Häusern oder in den Besatzungen durch Furcht und Härte, während sie im Krieg durch Hoffnung und Vergeltung geführt werden. Erfahrene Kriegshäupter überlassen ihrem Feind keine Schlacht, es sei denn, dass sie dazu genötigt werden oder die Umstände sie dazu veranlassen. Handeln Sie so, dass Ihre Feinde nicht wissen, wie Sie Ihre Armee auf den Kampf organisieren wollen, und arrangieren Sie so, dass die erste Linie von der zweiten und von der dritten Linie aufgefangen werden kann. Verwenden Sie in einem Kampf niemals eine Einheit zu einem anderen Zweck als dem, zu dem Sie es zugewiesen haben, um keine Unordnung zu verursachen. Für unerwartete Unfälle lassen sich schwerlich Vorkehrungen treffen. Aber für die vorhersehbaren Fälle ist es leicht, sich vorzubereiten. Männer, Waffen, Geld
und Verpflegung sind die Sehnen und Adern des Krieges. Aber von diesen vier sind die ersten beiden notwendiger, denn Männer und Waffen finden Geld und Proviant. Aber Geld und Proviant finden keine Männer und Waffen. Der unbewaffnete reiche Mann ist der Preis des armen Soldaten oder die Beute. Gewöhne deine Soldaten daran, leckere Speisen und auch zarte Kleider zu verachten. Dieser letzte Teil, glaube ich, ist ein ganz starker Punkt für die Erfolge der deutschen Wehrmacht im Ersten Weltkrieg. Wenn ich mich richtig erinnere, haben geschichtlich viele Leute darüber gelacht, über diese einfach grauen Uniformen und diesen Pickelstahlhelm, die die Deutschen hatten. Aber als es dann zum Gefecht ging, waren die nicht abgelenkt, sich ihre sowieso schon grauen Uniformen schmutzig zu machen, sondern haben richtig drauf losgelegt. Finde ich einen sehr wichtigen Punkt hier, der mal eben angesprochen wird. Ich kann mich erinnern, dass ich das damals in der Schule so gelernt habe, dass die anderen Länder mehr oder weniger gelacht haben über die Deutschen mit ihren grauen Uniformen. Aber ja, zeigt, was sie gebracht haben. Geht halt zurück auf Machiavelli. Gewöhne deine Soldaten daran, leckere Speisen und zarte Kleider zu verachten, also keine schönen Uniformen, sondern einfach ein einfaches Feldgrau. Leckere Speisen, ja, ich glaube, jeder, der schon mal so ein deutsche, wie heißt das eigentlich da, E-Pack oder sowas, diese Verpflegung da im Feld gegessen hat, der weiß, dass die deutsche Führung, die deutsche Militärführung sehr gut den Machiavellianismus verstanden hat. Und damit sind wir ans Ende gekommen, dieses extra kleinen Ausfluges von Niccolò Machiavelli, der Vater der modernen Politikwissenschaft ist. Jetzt, wo wir das gelesen haben, dass er der Vater der modernen Politikwissenschaft ist, wie es hier steht, da erscheinen einem diese 29 Punkte, die wir gerade eben gelesen haben, doch auf einmal in einem ganz anderen Licht, oder? Man sieht auf einmal, dass unsere sogenannten Politiker sich genau das zu eigen machen, um auf eine Art und Weise zu handeln, wie der Niccolò Machiavelli das hier bereits im 15. Jahrhundert geschrieben hat und Anfang des 16. Jahrhunderts veröffentlicht hat. Und wir sehen, wessen Geisteskind diejenigen sind, die wir mit der Beherrschung unserer Republik, sage ich jetzt mal, beauftragt haben. Habt ihr vielleicht noch abschließende Bemerkungen zu diesem Vortrag von Machiavelli, Viktor oder Michael? Also ich kann noch ergänzen, dass es diese Informationen jetzt so nicht im Deutschen gibt, natürlich, ne? Mal eben so bei Google gesucht. Also bin ich da natürlich nicht fündig geworden. Nee, das ist wahr. Ich sage, da haben wir eine ganze Zeit lang dran gesessen. Da hast du mich ja sogar noch angerufen und da haben wir noch zusammen einen Teil dieser 29 Punkte übersetzt, weil das wirklich nicht einfach war. Das ist, das findet man sonst nirgendwo. Nein, das ist genau wie die Übersetzung des ganzen Buches Herrscher des Bösen oder auch die Übersetzung des Buches, das du gemacht hast, Hinter den Diktatoren, eine einzigartige Arbeit. Ja, das findet man sonst nirgendwo. Richtig. Auch nochmal vielen Dank dafür, Viktor, dass du dich da so bemüht hast, diesen Artikel in dieser super Qualität zu übersetzen. Dann fahren wir fort. Entgegen der biblischen Lehre, also Lernen gegen das Lernen, ne? Gnostisches gegenüber der biblischen Lehre. Entgegen der biblischen Lehre, die besagt, dass der Mensch das ewige Leben erlangen könnte, indem er an die Tatsachen von Christi stellvertretenden Tod und Auferstehung von den Toten glaube, wurden die Lehren der Gnostik gestellt. Die Gnostik hielt die Hoffnung aufrecht, dass der Mensch die Ewigkeit und Erlösung durch gute Taten und die Arbeit an sich selbst erreichen könne. Erlösung durch Werke, wie die römisch-katholische Kirche doch lehrt, da kommt das eben her. Das ist eine andere Form des Gnostizismus. Ja? Die Gnostik hielt die Hoffnung aufrecht, dass der Mensch die Ewigkeit und Erlösung durch gute Taten, Sakramente und die Arbeit an sich selbst erreichen könne. Kurz auf den Punkt gebracht, die biblische Lehre stellt Christus in den Mittelpunkt, die gnostische Lehre hingegen den Menschen. Und genau so ist das. Und wir leben heute in einer Zeit und in einer Gesellschaft,
Und das beahnt, glaube ich, jeder, der hier in dieser Gruppe anwesend ist und ganz sicher Viktor und Michael, die zwei, die mich hier begleiten. Ich ist heute die Denkweise. Man sagt immer so schön, jeder ist sich selbst der Nächste. Und niemand denkt mehr an den Nächsten. Man denkt nur noch an sich selbst. Nicht Christus steht im Mittelpunkt, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt. Was kann ich erreichen? Was kann ich machen? Ja? Erlösung durch Glaube gegenüber Erlösung durch eigene Werke, sagt der Übersetzer hier. Und das ist genau der Punkt, den ich meine. Also, Jesus Christus lehrt, durch den Glauben bist du errettet und der Glaube kommt durch die Gnade des Herrn selbst, des Vaters selbst, wogegen die römisch-katholische Kirche lehrt, Erlösung durch eigene Werke. Eigene Werke in dieser Hinsicht, die Werke der römisch-katholischen Kirche. Die sieben Sakramente, wie sie sie nennen, die keine Sakramente sind, sondern das ist eben ja in der römisch-katholischen Kirche eine ganz wichtige Sache, dass man da eben diese eigenen Werke, diese Sakramente braucht, die nicht von Jesus Christus und die nicht biblisch ordiniert sind. Ein enormer Fundus an gnostischen Lehren wurde über das östliche Mittelmeer von Agenten des Urgroßvaters von Antichrist Papst Clemens VII., Cosimo de' Medici, herbeigeschafft. Nachdem Kaiser Justinian, von dem wir übrigens das Gesetz überhaupt erst haben, in Rom, diese heidnischen Lehren mit der Schließung der Schulen von Athen im Jahr 529 unterdrückt hatte, feierten diese mystischen, wissenschaftlichen und philosophischen Schriftrollen und Manuskripte ein Comeback und umschmeichelten den Stolz der Menschheit. Sie lehrten, dass die menschliche Intelligenz befähigt ist, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden, ohne die Anleitung irgendeines Gottes. Wie sagte die Schlange im Garten Eden? Wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr Gut und Böse kennenlernen. Dann werdet ihr selbst sein wie Gott. Ihr braucht die Anleitung Gottes nicht mehr. Alles schon mal da gewesen. Oder wie es Protagoras ausdrückte, Zitat, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Ende Zitat. Und er könne alle lebendigen Energien des Universums kontrollieren. Sobald er auserwählt und in das geheime Wissen oder die Gnosis eingeweiht wurde, könnte er die Kabbala, die königliche Wissenschaft von Namen, Zahlen und Symbolen beherrschen, um sich selbst zur Gottheit zu entwickeln. Cosimo de' Medici hatte riesige Mengen dieses heidnischen Materials in seiner privaten Bibliothek in Florenz angesammelt. Die Medici-Bibliothek, dessen Architekt kein geringerer als Michelangelo selbst war, empfing vom Papsttum begünstigte Gelehrte. Wenig überraschend war, dass diese Gelehrten das Papsttum mehr und mehr auf den Menschheitsgedanken der Gnosis ausrichteten, anstatt auf die Lehre des Alten und Neuen Testaments. Der Einfluss der Medici-Bibliothek war so enorm, dass sie heute von vielen Gelehrten sogar als die Wiege der westlichen Zivilisation angesehen wird. Tja, die Wiege der westlichen Zivilisation. Und wer beherrscht heutzutage die westliche Zivilisation? Wer beherrscht heutzutage die Medien, die Meinung machen im Grunde? Das sind päpstliche Enzyklien mit dem Namen Miranda Prosus und Inter Mirifica, auf die wir hier im Moment jetzt nicht eingehen, aber das tun wir im Kapitel 9. Da gehen wir da intensiv drauf rein. Weil das ist ganz wichtig im Zusammenhang mit der Medici-Bibliothek hier. Nun, Luther sah bereits voraus, dass das Lernen gegen das Lernen die Zukunft des Christentums bestimmen würde. Im Jahr 1520 richtete er einen Appell an die herrschenden Klassen, in dem er sehr prophetisch an sie schrieb, Zitat, obwohl unsere Kinder inmitten einer christlichen Welt leben, werden sie kraftlos und versinken in Elend, weil es ihnen am Evangelium mangelt, das wir ihnen beibringen sollten und worin wir sie unterweisen müssen. Worin wir sie täglich unterweisen müssen. Ich kann niemanden raten, sein Kind dorthin zu senden, wo das Wort Gottes nicht von absolut höchster Bedeutung ist. Schulen werden zu weit geöffneten Toren der Hölle werden,
wenn wir die heiligen Schriften nicht gewissenhaft in die Herzen der Jugend einpredigen. Jede Institution, die sich nicht zunehmend mit dem Wort Gottes beschäftigt, wird mit der Zeit zwangsläufig korrupt werden. Ende Zitat. Nun, der Autor Tapassorsi schreibt dieses Zitat Martin Luther zu in seinem Werk an den christlichen Adel deutscher Nation für des christlichen Standes Besserung von 1520, dass ein Teil des Werkes von der babylonischen Gefangenschaft ist, beides Werke, die Martin Luther 1521 vor dem Wormser, Edikt oder was, wo er da antanzen musste, um seine Schriften zu verteidigen oder um seinen Schriften zu entsagen, wo die beiden davor gelegt wurden. Nur, ich habe beide Schriften gelesen, also von der babylonischen Gefangenschaft habe ich tief überflogen, aber nicht ganz gelesen. Und das andere habe ich ganz gelesen, habe ich auch vorgelesen. In Luther 2017, der Spielliste, kommt das vor. Und da finde ich das nicht drin. Also ich finde es sehr interessant, dass Tapassorsi sagt, dass Martin Luther das damals geschrieben hat. Aber ich finde es weder in dem Schreiben an die christliche Nation oder an die, die Fürsten zu des christlichen Standes Besserung von 1520, dass ich sowohl in Englisch als in Deutsch beides komplett gelesen habe. Da ist es nicht drin. Ich finde es auch nicht in der babylonischen Gefangenschaft, wobei ich die babylonische Gefangenschaft vollständig in Deutsch nicht habe und in Englisch sie so intensiv ist, dass ich sie nicht ganz durchgelesen habe, aber deutlich überflogen habe. Ich finde es da nicht drin. Nun, mir persönlich, mir Jörg, ist es vollkommen egal, ob Martin Luther dies 1520 geschrieben hat, ob er diesen Appell an die herrschenden Klassen tatsächlich gerichtet hat oder ob er das nicht getan hat. Ob Martin Luther das 1520 tat oder nicht, ich tue es 2019. Und ich weiß, dass Viktor und Michael das auch 2019 sagen. Denn das, was hier steht, egal ob es 500 Jahre alt ist oder nicht, ist die Wahrheit. Wenn wir unsere Kinder, die in einer, zwischen Anführungszeichen, christlichen Welt leben, wenn wir sie nicht ständig im Evangelium erziehen, dann werden sie vom Glauben, den sie gar nicht haben, weil wir ihn nicht lehren, abfallen werden. Wenn wir unsere Kinder in Schulen senden, wo das Wort Gottes nicht von absolut höchster Bedeutung ist, sondern sogar in Schulen senden, wo das Wort Gottes verpönt ist, wo das Wort Gottes nicht gelehrt wird, wo anstatt der Schöpfung die Evolution gelehrt wird, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn dieses Gedankengut in die Geister unserer Kinder, also in den Geist unserer Kinder übergehen, wenn sie eben dann später auch danach handeln und danach denken, was sie in den Schulen eingetrichtert bekommen. Es ist als Eltern unsere Verantwortung, um unsere Kinder zu erziehen auf eine christliche, auf eine biblische Art und Weise. Wenn wir das nicht tun, dann wird der Staat sie erziehen auf die Art und Weise, wie der Staat es will. Und der Staat erzieht sie auf eine Art und Weise, dass sie diese 29 Regeln, die wir gerade von Machiavelli gelesen haben, sich zu eigen machen und dass nur noch sie selbst wichtig sind und nicht mehr Christus im Mittelpunkt steht. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Es ist mir sowas von egal, ob Martin Luther es damals gesagt hat oder nicht. Wenn Martin Luther es damals gesagt hat, gut, hat er es nicht gesagt, dann sag ich es heute. Ja? Wenn wir unsere Kinder nicht tagtäglich im Evangelium erziehen, wenn wir ihnen nicht das Wort Gottes ans Herz legen, wenn wir sie in Schulen schicken, in denen die Bibel nicht gelehrt wird, in denen Gott nicht gelehrt wird, dann werden diese Schulen zu weit geöffneten Pforten der Hölle werden und unsere Kinder werden in der Hölle groß werden, anstatt selig zu werden, durch Jesus Christus zu kennen. So einfach ist das. Jede Institution, und das betrifft nicht nur Kindergärten, Schulen, Universitäten, das betrifft auch zum Beispiel unsere Werkstätten, wo man arbeitet, die Arbeitsstelle. Auch da, wenn sich da nicht mit dem Wort Gottes beschäftigt wird, dann wird jede dieser Institutionen zwangsläufig korrupt werden. So, wie viel Gott wird denn, wie viel Bibel wird denn, bitteschön, im Deutschen Bundestag gelehrt? Wie äußert sich denn Gott überhaupt in der Politik in Deutschland und in anderen Ländern?
dann ist es doch kein Wunder mehr, wenn hier vollkommen Recht mitbehalten wird, wenn all diese Institutionen zwangsläufig korrupt werden und nur für sich selber handeln und nicht mehr für das Volk, das sie angeblich vertreten, es stattdessen zertreten. Also, ich schließe damit meinen Beitrag für diese Lesung von heute. Ob Martin Luther es 1520 gesagt hat oder nicht, ist mir wurscht. Ich sage es 2019. Obwohl unsere Kinder inmitten einer christlichen Welt leben, werden sie kraftlos und sie versinken in Elend, weil es ihnen am Evangelium mangelt, das wir ihnen beibringen sollten. Das ist unsere Pflicht und worin wir sie unterweisen müssen. Wir müssen uns nicht fragen, warum unsere Kinder auf einmal nicht mehr gut sind, weil wir ihnen das Gute gar nicht beigebracht haben. Und gut und schlecht ist immer noch unser Vater im Himmel, der bestimmt, was das ist. Und nicht ein Papst in Rom oder der Priester in der Kirche, wo wir am Sonntag hingehen. Ich kann niemandem anraten, sein Kind dorthin zu senden, wo das Wort Gottes nicht von absolut höchster Bedeutung ist. Jede Schule, jeder Kindergarten, jede Universität wird zu weit offenen Toren der Hölle werden, wenn die Heiligen Schriften nicht gewissenhaft in die Herzen der Jugend dort eingeprägt wird. Jede Institution, die sich nicht hauptsächlich mit dem Wort Gottes beschäftigt, wird mit der Zeit zwangsläufig korrupt werden. Und damit komme ich zum Ende und überlasse das Schlusswort Michael und Viktor. Bitteschön. Ach, ich hätte jetzt gedacht, du liest noch die letzten zwei, drei Sätze und dann ist das Kapitel durch. Ist das wahr? Ach, guck an. Hab ich gar nicht hingeguckt. Ja, okay, dann lesen wir noch die nächsten paar Sätze. Ach, so nicht mehr viel, ja, stimmt. Gut, danke Viktor für den Hinweis. Ja, dann mache ich das eben mal. Es war die eine Sache, Lernen gegen das Lernen zu empfehlen, aber es war eine ganz andere Sache, diese vielschichtige Aufgabe zu leiten und auszuführen. Lernen gegen das Lernen bedeutete letztlich nichts anderes, als einen Krieg gegen Gottes Wort zu führen. Um einen solchen Krieg zu führen, bedurfte es eines neuen priesterlichen Ordens. Soldaten, die darauf konditioniert wurden, psychologische Waffen auf einem Schlachtfeld der menschlichen Gedanken zu führen. Aber zuallererst brauchte man für dieses Vorhaben einen Anführer. Es wird eben immer von oben herabgeleitet. Man brauchte also einen General. Der Mann, der auserwählt wurde, den Angriff auf die Bibel auszuführen oder anzuführen, sollte ein säbelrassender Haudegen aus dem stolzen Baskenland im Norden Spaniens werden. Mit dem Namen Ignatius Loyola oder Inigo de Loyola, den wir im nächsten Kapitel kennenlernen werden. Das dort heißt Treffpunkt auf Zypern. Tja, da war es mir tatsächlich entgangen, Viktor, dass wir so dicht am Ende des Kapitels waren. Danke für den Hinweis und jetzt kannst du dann deine abschließenden Worte gerne uns mitteilen. Ja, danke sehr. Das war eine sehr belebende und ich fand auch sehr informative Lesung wieder. Ja, waren ja auch Informationen, die man jetzt nicht so immer eben auch im Internet oder sonst wo aufspüren kann. Ja, außer man macht sich dann wirklich auf die Suche nach diesen Werken von dem Machiavelli und studiert das dann durch. Ich hoffe, dass, oder ich bete dafür auch, dass dann diese Informationen hoffentlich weit verbreitet und weitergetragen werden, denn es ist, denke ich, hier auch nochmal ganz deutlich geworden, ja, wo denn jetzt sich jetzt, wie sagt man, die Spreu vom Weizen trennt auch so ein bisschen, ja. Also wir haben, denke ich, hier auch jetzt nochmal ganz gut so durchleuchtet und aufgezeigt, wo der Unterschied genau liegt, oder diese, sagen wir mal so, die Symptome, die wir heute wahrnehmen, woher die Ursache liegt. Und ja, ich kann auch nur dem Michjörg, der anschließen deinen Worten, den, also alle, die, sage ich mal, noch jungen Menschen zumindest, soweit es geht, davor zu warnen oder auch zu schützen vor diesen Institutionen, die letztendlich heute ja alle korrupt geworden sind. Und ja, aus korrupten Institutionen oder Organisationen, ja, wird letztendlich in der Regel keine gute Saat hervorgehen. Das zeigt, denke ich, auch die Geschichte. Und ja, damit möchte ich auch mich anschließen und sagen, lest die Bibel und ja, macht euch vertraut mit dem Wort Gottes. Und damit möchte ich dann auch das Mikrofon übergeben an Bruder Michael. Ja, das mache ich sofort. Es gibt nur einen Spruch, den ich gerade eben noch mal einfügen möchte.
Es heißt ja, Macht korrumpiert. Und absolute Macht korrumpiert absolut. Das passt in dem Zusammenhang auch noch. Aber jetzt bitte, Michael, dein Schlusswort. Ja, vielen Dank. Mir ist während der Lesung immer so aufgefallen, dass doch alles nicht so besonders Gute aus Italien kommt. Und wenn ich mir dann anschaue, der Machiavelli ist und der Medici-Familie und vielen anderen Beiprägungen, da komme ich immer wieder auf den Punkt, dass die Kirche sich immer in die Politik einmischt. Wir sind ja zur Zeit des Machiavelli, ist der römischen Kirche ja auch schon bewusst gewesen, dass es da am Fundament bröckelt. Da gab es zu dem Zeitpunkt schon die Wycliffe-Bibel. Es gab zu dem Zeitpunkt schon zurückliegend die Verbrennung von Jan Hus und halt auch der Martin Luther, der denen da eine ganze Menge da beigesteuert hat. Es war halt immer eine zeitliche Abfolge und ich denke für die römische Kirche dann schon von der Strategie absehbar, dass sie sich letzten Endes darauf einstellen musste, dass sie, wenn sie in der biblischen Prophetie einigermaßen bewandert ist, da etwas kommen würde, dass sie dann letzten Endes so ein bisschen zurückdrängt. Und um denen so ein bisschen vorzubeugen, denke ich mir, haben die sich dann auch der weltlichen Herrschaft dann unter dem Tarnmantel der Republik dann auch bedient. Wenn ich mir anschaue, welche Verbindungen der Machiavelli eben hat, auch zum Papsttum, da ist nämlich beispielsweise beschrieben, dass er jetzt im November 1506 zu Papst Julius II. Nach Rom geschickt wurde, um sich und der Stadt Florenz ein Bild vom Papst und seiner Ziele zu machen. Machiavelli beschrieb ihn wie folgt: Wer sein Wesen gut kennt, weiß, dass er zur Heftigkeit und Überstürzung neigt und dass diese Überstürzung, Bologna zurückzuerobern, die am wenigsten gefährlich zu überstürzen sein wird, zu der er neigen wird. Der Papst strebe also nichts anderes als die Vorrangstellung in Italien an. Das habe ich jetzt ganz profan von Wikipedia und die Quelle, die da genannt wird, ist die Quelle Nummer 37, die dann halt besagt, das kommt von Volker Reinhardt, Machiavelli oder die Kunst der Macht, eine Biografie, München 2012, Seite 144. Abschließend dazu möchte ich halt einfach nur herausstellen, dass also auch eben genau diese Verbindung der Machtstruktur dem Vatikan halt gelegen kommt, weil diese Verbindung zur Republik immer bedeutet, dass da jemand die Elite schulen muss. Und da wir ganz genau wissen, dass es seit 1599, seit dem jesuitischen Ratio Studiorum, eben die jesuitische Doktrin an deren Lehruniversitäten eingeführt worden ist, ist es mittlerweile schon so, seit nunmehr 420 Jahren, also 420 Jahren, das ist eine irre lange Zeit, so dass genau diese Doktrin, die damals in Italien von dem Jesuitenorden ausgebaldobert wurde und die sicherlich auch zu einem Teil, das haben wir ja gesehen, an der Kunst des Krieges beispielsweise, auch auf Machiavelli zurückzuführen ist, genau das widerspiegelt, wo die Politik heute steht und was uns dann auch wieder zeigt, dass ein weiterer Baustein im Puzzle damit gelegt worden ist, nämlich die Verbindung von der geistigen zur weltlichen Macht. Und als Epizentrum kann man dann ab 1929, seit nunmehr 90 Jahren und in 10 Jahren haben wir das 100-jährige Jubiläum des Stadtstaates und der Weltmacht Vatikanstaat unter der Ägide des jeweiligen Papstes, der dann mit den zwei Schlüsseln im Wappen eben, und damit beschließe ich jetzt meinen Kommentar, eben die Verbindung von der weltlichen zur geistlichen Macht zeigt und dass die geistige Macht halt laut dem Papsttum immer über der weltlichen steht. Der goldene Schlüssel liegt über dem silbernen Schlüssel. Und damit kann man auch als Laie nachvollziehen, dass eben die römische Kirche nichts anderes ist als eine absolute Weltmacht auf machiavellischem Niveau mit machiavellischer Doktrin. Und diese machiavellische Doktrin ist deswegen so interessant, weil die Verbindung von Machiavelli zum Papsttum eben auch besteht. Das ist eben keine zufällige Abfolge gewesen, sondern der Vatikan hat den Machiavelli empfangen. Und damit ist auch klar, dass da sicherlich einige Gespräche gefolgt sind und da kann man auch selber nach Forschungen anstellen, will mich jetzt auch nicht zu lange fassen. Im Endeffekt ist es so, wir kommen immer wieder zum Ausgangspunkt zurück, die Wurzel allen Übels ist Macht. Und wie der Jörg eben schon gesagt hat, absolute Macht korrumpiert absolut und es gibt nur einen auf der Welt, der diese Macht auf dieser Welt hat. Und der die absolute Macht anstrebt. Und das ist der, ja, wie soll man sagen,
Das ist Luzifer, der halt die absolute Macht angestrebt hat und dessen ausführendes Organ heutzutage der Vatikan ist. Die Stadt auf den sieben Hügeln. Und um das nachzulesen, gibt es nichts Einfacheres, als beispielsweise die King James Bibel in Englisch oder die Schlachter 2000 in Deutsch zu nehmen und sich dann gewisse Kapitel aufzuschlagen, wo das drin steht. Zum Beispiel im 2. Thessaloniker, da steht es drin. Aber das kommt dann in anderen Lesungen, da gibt es andere Lesungen auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich heute mit den bekannten Worten dieses Kanals. Lest eure Bibel, Maranatha. Ja, danke Michael. Ich möchte dann nur noch ganz kurz im Grunde einen kleinen Schluss zu ansetzen, um zu sagen, der Vorteil von dem Lesen dieses Buches Herrscher des Bösen zusammen mit dann solchen anfüllenden Papieren, wie der Victor sie uns ja dankbarerweise übersetzt hat, von Machiavelli, der Vorteil davon ist, dass wenn man diese verschiedenen Dinge liest, dass man dann in die Lage versetzt wird, bestimmte Punkte miteinander zu verbinden. Und wenn man die Punkte miteinander verbindet, ergibt sich im Laufe des Lesens, des Studierens, ein Bild, das man erkennt. Und dieses Bild ist im Grunde nichts anderes als eine Bestätigung dessen, was Gott in seiner Bibel bereits vorher gesagt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Bibel lesen. Und damit stimmen Viktor und Michael und auch die anderen hier auf Skype mir überein. An der Basis liegt die einzige Wahrheit, die uns in dieser Welt gegeben ist. Die Bibel und die Bibel alleine. Und darum ist es so eminent wichtig, die Bibel zu lesen. Lest eure Bibel. Maranatha.